Mafia. Präsentieren. Mafia II. Eher gesagt Mafia 2. Und hier bin ich wieder, der HD-Zocker. Und jetzt bin ich auch kurz wieder weg, weil jetzt kommt die Hauptfigur dieses Spiels, Vito. Er wird euch aber noch genauer über dieses Spiel, über diese Story aufklären. Bis gleich. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rar, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Ach, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander, Scheiße, und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Genau. So sieht's aus. Kapitel 1. Die alte Heimat. Sizilien, Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Oh, und hier spielen wir jetzt direkt. Okay, Scaletta. Hallo, schalt ihn aus. Wir müssen die Balkone säubern, Scaletta! Hinter den Sandsäcken! Sie zieht sich zurück! Los! Auf mein Zeichen!
Scheiße! Hier auf Skeletor! Scheiße! Gesù! Ammazzarsi e rezappare prigionieri per macare l'esercito! Corporal? Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Check, Perry, der großartig. Okay. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehrnest aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. So. Hier ist kein Durchkommen. Jetzt müssen wir fit sein. Oh, oh, oh. Das Maschinengewehr hätten wir, wenn du eine Handgranate hast. Vorsicht! Handgranate? Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Scheiße! Boah. Boah, man. Boah, man. Hey, Skeletta! Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Oh. Nimm so viel Munition wie möglich. Scheiße! Ist vielleicht unsere letzte Chance. Seht euch das an. Spaghetti-Fresser! Ich knall euch ab, meine Bande! Die Gefangenen haben sie wohl oben. Säubert den zweiten Stock. Skeletta, du gehst voraus. Ich bin hinter dir, Mann. Scheiße. Das war ein bisschen zu Rush-mäßig. Nein! Okay, Skeletta. Allora, schalt ihn aus. Traditori! Wir müssen die Balkone säubern, Skeletta! Hinter den Sandsäcken! Ammazza und Tote! Sie ziehen sich zurück! Los! Auf mein Zeichen! Scheiße! Ammazza! Hier raus! Scheiße! Gesù! Ammazzarsi e rezappare prigionieri prima che arriva l'esercito! Buon! Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Check, großartig, okay. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehrnest aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann! Hey, Skeletta, hierher! Alter! Hey, Skeletta, hierher, Mann! Meine Güte. Ich komme schon. Hier ist kein Durchkommen. Ja, pass mal auf. Das Maschinengewehr hätten wir gefunden. Schmeiß eine Handgranate ins Fenster. Scheiße! Fireman, Fireman, wie ist der Fireman? Hey, Skeletta, noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arsch hoch, wir müssen weiter. Nimm so viel Munition wie möglich, ist vielleicht unsere Scheiße. Letzte Chance. Seht euch das an. Spaghetti-Fresser! Fuck! Ah, jetzt bin ich am Drücker! Frisst direkt, du Mistkerl! Die Gefangenen haben sie wohl oben. Ich bin hinter dir, Mann! Säubert den zweiten Stock! Skeletta, du gehst vor! Okay! Arrenditi! Anscheinend geht's hier entlang. Los! Ach, kann ich nicht sehen! Scheiße! Der Rede von den Wichsern gibt's denn noch? Scheiße, ich schieße einfach weiter! Was kommt davon, was ich mache? Nicht quatschen, schießen! Hier soll's recht sein, Arschloch! Keine gute Idee, wenn man kommt. Los, schnell wieder rein! Oh, Scheiße! Oh, Alter! Bastard! Rein mit dir, Skeletta! Wir verrecken hier draußen!
Avutri fascisti! Arrivano avutri fascisti! Puttano, non forzi! Lo che? Sei pronti! Fai la chiacchia! No! Piazzire! Sciogli il lockdown! Scheiße, wir haben Artillerie! Skeletta, rein mit dir! Hallo, lüg doch! Hallo! Nein! Hallo! Nein! Panzerschuss ist mal weg. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Oh, ich habe das echt gelesen. Ich dürfte hier nicht erschießen. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Ma è davvero Don Calò? Cacetto, un congè quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ce la rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Oh. Kapitel 2. Trautesheim, Glück allein. 2 Jahre später, Empire Bay. 18. Februar 1945. Mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Ciao! Die Bullen! Vito! Vito, hier bin ich. Ciao! Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Die Bullen. Böse Bullen. Geile Kaschlöcken. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Empire Bay. Empire Bay. Bay. Empire Bay. 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 Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von einem Typen namens Don Calò. Ohne Scheiß? Don Calò? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder?
Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Top. Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. USA, USA, USA. Salute. Ah, salute, Centani. Bis es nicht mehr geht. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe, hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. So, also erst wenn ich knallen werde, ich im Spiel. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Bam, tschka, bam, tschka, bum, bum, bum. Joe, die Lustmaschine ist wieder da. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. Yeah, 25 Cent. Vito? Ja, ich bin jetzt. Oma! Hallo, Mrs. Vito? Du bist es. Und gut siehst du aus in dieser Uniform. Deine Mutter ist sicher sehr stolz auf dich. Und was ist mit dem armen Salvatore Montemaggiore? Wie geht's dem? Seine arme Mutter wartet schon seit über einer Woche auf ihn. Sal ist bei der Navy. Ich bin bei der Army. Andere Baustelle. Wieso kommst du nicht auf ein Tässchen Tee herein, Vito? Dann kannst du mir alles erzählen. Nee. Ich bin ein bisschen zu schräg. Danke, aber ich hab's eilig. Ich bin gerade erst zurück und möchte gleich zu Mama und Francesca. So ein hübsches Ding, diese Francesca. Ein Wunder, dass sie noch nicht verheiratet ist. Naja, grüß deine Mama schön von mir, Vito. Tschüss. Was ist nach oben, Jungs? Ja, dauert auch nicht lang. Nichts da, ihr Schwein. Er wird schön hier bleiben. Nur ein lausiges Bierchen. Verrücktes Weib. Das hat er letztes Mal auch gesagt. Und dann kommt er um 3 Uhr morgens heim und stinkt nach Gin und dem Parfum von irgendeiner Schnalle. Hey, Georgie, komm jetzt. Du brauchst dir doch von deiner Alten nicht alles vorschreiben lassen, oder? Von wegen. George bleibt hier. Und jetzt haut ab! Die Braut hat Georgie aber ganz schön unter der Fuchtel, was? Hey, bleibt mehr Bier für uns. Los, komm. Ich komm mit, ne? Nein, Spaß. Ich muss zu meiner Mutti. Zu Francesca. Raucherhusten oder was? Hör mal lieber mal auf mit den Kiffen. Ja, der ist bestimmt auf, ja. Alter, hör mal auf zu kiffen. Genau. Hier war ich auch vorhin, es gab einen leichten Fail. Mein Arm ist einfach abgestürzt und fliege ich nicht mehr an. Roosevelt auf der Konferenz von Yalta.
Ich find's immer noch witzig. Extrablatt. Geheimtreffen der Alliierten. Naja, ich bin hier ein Extrablatt. Extrablatt. Wir folgen hier. Oh, ja, jetzt seh ich sie. Wo ist der USA? Au. Ich hab mich schon am Flügel, mein Lieb. Hat der... Alles über die Landung der US Marines in Manila. Ich dachte, der hat auf meine Schuhe gekotzt. Was ist denn los? Der Anzug? Vito, bist du das? Jo. Hey, Mr. Manara. Ja, Mr. Manara. Sie etwa dicht? Mariana. Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Wow, das tut mir leid. Du bist ja nicht schuld am Krieg, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei ist. Ja. Tja, viel Glück jedenfalls. Ja, danke, mein Junge. Verschwinde! Was? Was hast du gesagt? Hä? Ich schlag dich mit dem Koffer kaputt, ja? Mach mal auf. Ja. Bam. Tut mir leid, mein Fehler. Aber jetzt tut dir alles leid, ne, kleiner. Alter! Mami! 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 Oh, oh. Alter Schwede! Tja, das nennt man mal Superkatze. Skelett. Mom, da bin ich wieder. Vito, mein Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedacht, ich dich nie wiedersehe. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito, hey, Franny, wie geht's? Komm her. Setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Redina anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi della benedizione. Per Cristo nostro Signore. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir dein Bett gemacht. Oh, ja, Amelie. Ich geh mal schlafen. Francesca. Und wie ist es euch ergangen? Franny, was machst du so? Ich hab einen netten kleinen Bürojob, der uns einigermaßen über die Runden bringt. Und ich bin dabei, Papas Schulden abzuzahlen. Francesca, wir jetzt nicht darüber reden. Doch, ich will darüber reden, nochmal. Und? Hast du schon einen Freund? Noch nicht. Wozu die Eile? Heutzutage die Jungs aus der Nachbarschaft taugen nichts. Eines Tages, sie wird den richtigen finden. Ja. Ist kein Gespräch über mit dir, Maria? Wie geht es dir, mio Bambino? Hast du schlimme Dinge erlebt? Hab solche Angst gehabt. Hab für dich gebetet jeden Tag. Alles okay, Ma. Meistens habe ich einen Jeep gefahren. Kämpfen musste ich nur selten. Dann geh ich jetzt mal in meinem... Ach, du Heilige. Aha. Bis morgen früh. Schlaf gut, mio Bambino. So, Leute, jetzt mach ich hier mal... Ich muss meine Wohnung Pause. Suchen. Oder ein kurzes... Cut bis in Part 2, wo Vito zu Joe geht. Bis gleich.